Wie versprochen, waren wir vergangene Woche für euch in Lebach in der Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge unterwegs. Dort haben wir uns vor Ort ein Bild für euch gemacht und hatten Gelegenheit, mit einigen der Zuständigen zu sprechen. Die Anlage scheint bisweilen etwas trostlos. Das macht aber nichts, denn hier gibt es Wichtigeres zu erledigen, als Wände zu streichen und Vorgärten anzulegen. Und zwar den täglich anströmenden Flüchtlingen ein Dach überm Kopf, Kleidung und Nahrung zu geben. Wir wollten von Dr. Christoph Hoffmann, dem Direktor des Landesverwaltungsamtes, wissen, wie sich die Situation in Lebach in den vergangenen Wochen verändert hat. Die Situation hat sich in den letzten Monaten ganz gewaltig hier verändert. Wir hatten im ersten Quartal noch relativ stabile Zugangszahlen gehabt, haben aber dann so ab Mai, Juni, Juli eine deutliche Explosion gehabt bei der Anzahl der Menschen, die hier zu uns nach Lebach gekommen ist. Nach dem Verteilungsschlüssel der Länder müsste Lebach 1,22% der Flüchtlinge, die Deutschland erreichen, aufnehmen. Das entspräche einer Anzahl von 9.000 Flüchtlingen. Insgesamt kamen in Lebach bis einschließlich Ende Oktober in diesem Jahr jedoch bereits ca. 17.500 Flüchtlinge an, was einem Anteil von 2,4% entspricht. Dabei sind ca. 30% der ankommenden Flüchtlinge unter 18 Jahren alt. Weitere 38% sind im Alter zwischen 18 und 30. Auch wie die Lage in den kommenden Wintermonaten aussehen wird, hat uns interessiert. Wir haben zunächst mit eigenen Mitteln geschaut, die Situation zu bewältigen, genügend Schlafplätze und so weiter zu schaffen, haben dann aber irgendwann das Deutsche Rote Kreuz zur Hilfe gehabt, die uns zunächst mit normalen Zelten ausgeholfen haben, und aufgrund der Entscheidung unseres Ministers, die sehr weitsichtig war, haben wir dann schon im Sommer begonnen, winterfeste Hallen aufzubauen, die uns heute sehr, sehr nützen und entgegenkommen, denn sie sind beheizt, sie haben feste Böden und sie ermöglichen es auch einer großen Anzahl an Menschen, geeignete und adäquate Unterkunft zu bieten für die Wochen, die sie hier bei uns in der Landesaufnahmestelle in Lebach verbringen. Wir hatten das Glück, in eine der Hallen hineinschauen zu dürfen. Wir stoßen dabei auf sehr freundliche junge Männer, die das Beste aus ihrer temporären Schlafstätte zu machen scheinen. Sie wirken gelöst und sind zum Scherzen aufgelegt. Dass Not erfinderisch macht, das sieht man, wenn man den Kopf zur Hallendecke hebt. Dort haben die Flüchtlinge ihre Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Wir sind dankbar für den intimen Einblick in ihre Unterkunft. Auf den Straßen um die Zelte und Wohnblocks prägen spielende Kinder und Jugendliche das Bild. Es ist schön, in strahlende Kinderaugen zu schauen, wenn man weiß, dass diese Augen wahrscheinlich schon viel Schlimmes gesehen haben. Mesmak! Tschüssak! Tschüssak! Mohammed! 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 Eidu warai! Mohammed! Mohammed! Mesh! Mama.